Goethe-Zertifikat B1. Prüfung Sprechen. Thema: Einkaufszentrum. Was denken Sie über Einkaufszentrum? Das Thema meiner Präsentation ist Einkaufszentrum. Meine Präsentation besteht aus folgenden Teilen. Zuerst möchte ich Ihnen von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen. Danach beschreibe ich die Situation in meinem Heimatland. Dann möchte ich über Vor- und Nachteile sprechen. Zum Schluss sage ich meine Meinung. Heutzutage ist die Lebensqualität besser. So ist Nachfrage nach dem Einkaufen mehr. Deshalb werden viele Einkaufszentren gebaut. Es bringt viele große Vorteile zu den Menschen. Jetzt geht es um meine persönlichen Erfahrungen. Ich bin ein Mann und ich gehe selten ins Einkaufszentrum. Aber wenn ich dorthin komme, kaufe ich viele Waren. Jetzt würde ich gerne über die Situation in Armenien sprechen. Bei uns gibt es viele Einkaufszentren. Sie wurden im Zentrum der Stadt gebaut, weil der Lebensstandard hier gut ist. Man geht dort nicht nur einkaufen, sondern auch zum Spaß zu machen. Nun erwähne ich einige Vor- und Nachteile. Vorteil: Im Einkaufszentrum gibt es alles, was man braucht. Außerdem haben diese Produkte gute Qualität und Gewährleistung. Dort gibt es viele neue, moderne Produkte, damit man sich aussuchen kann. Außer des Einkaufs geht man in Einkaufszentrum, um zu essen, um zu spielen. Besonders gut kann man sich ohne Bezahlen mit Freunden treffen. Nachteile: Weil die Preise dort sehr teuer sind. Man muss viel Geld ausgeben. Das Einkaufszentrum verursacht nicht nur die Umweltverschmutzung durch den Abfall, sondern auch einige Verkehrsprobleme. Außerdem gibt es furchtbar Musik, deshalb bringt es sehr Lärm. Meine Meinung ist, dass das Einkaufszentrum in der Zukunft sehr notwendig wird. Wir sollten ins Einkaufszentrum gehen, um einzukaufen, weil es dort sowohl gute Dienst als auch gute Waren gibt. Das war meine Präsentation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.